Endprobenatmosphäre für ein ungewöhnliches Unternehmen am Landestheater Altenburg. Theater und Philharmonie Thüringen hat ein tatsächliches Geschehen aus der Stadtgeschichte Altenburgs aufgegriffen und für das Schauspielensemble eine Uraufführung in Auftrag gegeben. Die im Dunkeln von Mona Becker. Die Annäherung an den Stoff war nicht einfach für die Autorin. Er war belastet. Mit vielen Zweifeln durchaus und Fragen und sich selbst immer wieder überprüfen. Aber auch grundsätzlich einfach mit einer großen Begeisterung und einem Interesse daran, was da passiert ist. Und sobald ich die Zeitzeugen getroffen habe, auch einfach mit einer ganz großen Zuneigung zu diesen Menschen. Es geht darum, dass in den Jahren 1948 bis 1950 in Altenburg sich junge Lehrer und Schüler gegen die zunehmende Totalisierung in der SBZ und frühen DDR wehren wollten und darauf aufmerksam machen wollten, vor allem also ihr Recht auf freie Meinungsäußerung durchsetzen wollten und die Bevölkerung wachrütteln wollten, dass sie mit offenen Augen auf ihre Gesellschaft und das, was dieser Gesellschaft geschieht, reagieren. Der alte goldene Pflug auf der Bühne. Tanzstunde in der Tanzschule Schaller. Namen wie Siegfried Flack oder Ludwig Heine, das ruft für den Zuschauer sofort Nostalgie herauf. Es geht um Widerstand am Beispiel Altenburg. Zum Thema gemacht wurde ein Geschehen, das lange verschwiegen und geleugnet wurde. Nur wenige Zeitgenossen leben heute noch. Schauspieldirektor und Regisseur Bernhard Stengele war von der Idee, diese Geschichte auf die Bühne zu bringen, von Anfang an begeistert. Ja, das Faszinierende war für mich erstmal, dass ich in eine Stadt kam, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen leblos wirkt manchmal und dann gemerkt habe, dass die eine quicklebendige und auch bewundernswerte Geschichte hat. Das hat mich begeistert. Also das heißt, wir 49-50, das bedeutet, da gab es ja schon seit 1839 die Tanzschule Schaller. Die kommt zum Beispiel mächtig in dem Stück vor. Das heißt, dass man dieses Lebensgefühl, das zwischen Aufbruch, also der Krieg war verloren, Depression, Aufbruch und gleichzeitig auch so einen leichten Amüsierwillen ist. Und da dazwischen hat sich diese Schülergruppe gebildet. Also das heißt, diese Art von Atmosphäre, die wollen wir einfangen mit Musik zum Beispiel unter anderem. Die im Dunkeln. Eine Mischung aus Dokumentation, aus Spielszenen. Die Schauspieler schlüpfen in die unterschiedlichsten Figuren. Die im Dunkeln. Ein Theaterabend, der die Zuschauer berühren wird und so manchen Altenburger seine Stadt mit anderen Augen betrachten lassen wird. Ab dem 3. März 2013 ist diese Zeitgeschichte im Spielplan bei Theater und Philharmonie Thüringen zu erleben.